Und damit willkommen zurück zu The Raven Remastered. Wir haben in der letzten Folge kennengelernt, wer der neue Rabe ist und vielleicht auch der alte, das ist nicht ganz klar, nämlich der Butler. Und dieser junge Mann hat ihm geholfen mitunter während seiner Aktivitäten. Und jetzt nochmal so ein Zeitsprung, wo wir sozusagen die Geschichte des jungen Mannes spielen. Hier sehen wir auch den älteren Zellner, hatten wir ja die ganze Zeit unterwegs mit gehabt. So, wir sind angekommen. Wir sollen irgendwie auf den Zug kommen. Aber ich denke mal, es wird nicht so einfach gehen. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Was haben wir denn? Wir haben einen. Man kann zwar manchmal brauchbare Dinge in Mülleimern entdecken, aber dieser hier wurde anscheinend erst vor kurzem geleert. Tagesblatt hat auch nichts. Was gibt's hier für Kisten? In der Kiste waren vermutlich mal Bananen oder sowas für einen der Züge. Jetzt ist sie leer. Okay, dann haben wir hier noch Zeitung. Einbruch im britischen Museum. Ein Verletzter. 5000 Pfund Sachschaden. Täter unbekannt. Ist der Rabe zurückgekehrt? Ich wäre Ihnen auch so entkommen, aber Inch muss dir unbedingt Sprengstoff ins Spiel bringen. Ich hoffe, der Wachmann erholt sich bald. Sie ist aus sehr dünnen Holzbrettern zusammengenagelt. Vermutlich musste sie nicht sehr viel Gewicht tragen. Wir können die Kiste benutzen, okay. Vermutlich findet man keine Zeitung zwischen Moskau und Madrid, die nicht über den Einbruch berichtet. Ich bin berühmt. Leider nicht für ein sauber ausgeführtes Verbrechen. Eine Ledertasche, wie sie häufig von Ärzten auf dem Land benutzt wird. Zum Transportieren ihrer wichtigsten Geräte und Materialien. Wenn ich die Tasche verschwinden lassen würde, könnte das Verwirrung stiften und ich könnte mich vielleicht unbemerkt in den Zug schleichen. Das Problem ist nur, dass ich die Tasche nicht einfach mitnehmen kann. Na, wahrscheinlich müssen wir die Kiste draufstellen, aber wir gucken uns erstmal weiter um. Man wird mich nicht im Transportwaggon mitfahren lassen, auch nicht, wenn ich ganz nett darum bitte. Einige Passagiere sind aus dem Zug ausgestiegen, um sich die Beine zu vertreten. Aber dieser Mann beginnt erst hier in Zürich seine Reise. Er musste etwa 10 Minuten auf den Zug warten und wurde zunehmend ungeduldig. Die Tasche deutet darauf hin, dass der Mann ein Arzt sein könnte. Er strahlt große Selbstsicherheit, fast Arroganz aus. Passt ins Bild. Kleider machen Leute. Kaum zieht ein kleiner, älterer, etwas dicklicher Mann eine Uniform an, wird ihm Respekt entgegengebracht. Selbst wenn er nur den Rang eines Wachtmeisters bekleidet. Durch die Uniform wird er Teil der Staatsmacht und das zählt in diesen Breiten viel. Es ist auch so, man kann auch so einen älteren, auch dickeren Mann Respekt entgegenbringen. Also, was ist das für eine Aussage? Ich sollte das Gespräch der beiden nicht stören. Solange sie miteinander reden, sind sie abgelenkt und achten vielleicht weniger auf ihre Umgebung. Man kann allgemein jedem Menschen Respekt entgegenbringen. Naja, die Jugend wahrscheinlich noch. Der Steward aus dem Zug. Er hat einen wachen Blick auf seine Passagiere und ihr Gepäck. Der Zug hat einige Minuten Verspätung und vermutlich will er weitere Verzögerungen unbedingt vermeiden. Er würde mich sehen, wenn ich versuche, den Zug zu betreten. Mit ein paar freundlichen Worten kann ich ihn vermutlich nicht weglocken. Einer der Zuggäste müsste ihm einen Auftrag geben. Optimal wäre, wenn ich dann noch irgendwie an seine Kleidung herankomme. Die Schaffneruniform wäre die ideale Tarnung. Okay. Also ich würde die Kiste nehmen einfach und draufstellen. Aber es fällt doch auf, die gucken doch alle zu, wie ich hier... Die Holzkiste ist groß genug, um die Tasche darin vollständig verschwinden zu lassen. Sie wäre vor neugierigen Blicken geschützt und ich könnte mich unbemerkt vom Tatort entfernen. Bleibt aber ein Problem. Jemand würde es bemerken, wenn ich die Tasche hochhebe und in die Kiste stelle. Kann der Messer irgendwas machen? Ich könnte vermutlich mit wenig Aufwand die Bodenbretter entfernen. Sie sind dünn und die Nägel dürften entsprechend kurz sein. Perfekt. Von 5 Seiten sieht sie wie eine ganz normale Kiste aus. Ja, von oben, aber nur teilweise, ja. Also, ich würde eher... Jetzt oder nie? 4,5 sagen. Und er guckt nicht, und er guckt ja auch nicht. Hey, du da! Verschwinde! Ja, der Herr. Mögen die Spiele beginnen.
Entschuldigen Sie bitte, die Herren... Sehen Sie nicht, dass ich mich mit dem Herrn Wachtmeister unterhalte? Der Zug fährt in wenigen Minuten ab, der Herr. Ich muss Sie bitten, nun an Bord zu gehen. Wir sollten das tun. Vielleicht haben wir ja während der Fahrt Gelegenheit, uns weiter zu unterhalten. An mir soll's nicht liegen. Wo ist meine Tasche? Sie hatten sie doch dort abgestellt. Das weiß ich selber. Wo sie geblieben ist, will ich wissen. Das weiß ich nicht. Aber ich werde mich sofort darum kümmern, wenn die Herren derweil schon einmal den Zug betreten möchten. Sie und Ihre Zuggesellschaft haften mir dafür. Er wird die Tasche schon finden. Kommen Sie, Dr. Gebhardt, ich helfe Ihnen bei Ihrem Gepäck. Also schön. Und der guckt uns nicht an, weil wir kurz davor in der Nähe waren. Tja. Der Schaffner scheint nicht recht zu wissen, wo er die verschwundene Tasche suchen soll. Ein bestimmtes Gepäckstück in einem Bahnhof zu finden, ist wie die Suche nach einer Nadel in einem Nadelhaufen. Sie scheinen etwas zu suchen. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Verschwinde! Hier gibt es nichts zu verdienen. Das will ich nicht. Ich dachte nur, falls Sie eine braune Tasche suchen... Hast du sie gestohlen, Bursche? Dann würde ich Ihnen ja jetzt kaum helfen. Ich habe gesehen, wie ein kleiner, sehr blonder Junge die Tasche genommen hat. Er ist mit ihr da drüben verschwunden. Tatsächlich. Danke. Ist das dann nicht die Tasche? Wo? Nichts für ungut. Zitze, mit Zeitung erschlagen. Das waren echte Schlagzeilen. Oh Mist! Der Schaffner wird ignoriert dabei. Ist nicht so, dass da immer noch mal der Lokführer zur Seite guckt. Der Schaffner muss irgendwo in sein Zeichen geben. Oder wenigstens irgendwo reinpusten. Sie werden mir doch Bescheid geben, wenn Ihnen etwas Seltsames auffällt, Herr Professor. Aber natürlich, Herr Wachtmeister. Was? Was soll das? Ist etwas, Sir? Die Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Let me have a look. Das Abteil ist abgeschlossen. Mist, let me have a look. Ich kann mich dem Professor nicht zeigen. Ich habe ihn tagelang in London beschattet. Er könnte mich wiedererkennen. Beruhigen Sie sich, Herr Professor. Ich werde sehen, was ich machen muss. Sie verstehen nicht. Ich muss ihn mal abteilen. Also schön. Warten Sie hier. Okay, Verkleidungskünstler-Achievement. So, wir speichern erstmal, dass wir jetzt hier herangekommen sind. Und dann gucken wir uns mal hier um. Also, was haben wir denn? Gepäckstücke. Haben wir so im Inventar was Neues? Wir haben Schlüsselbund. Beim Schlüsselbund vom Schaffner gibt es eine Reihe ungewöhnlicher Spezialschlüssel. Mit dem hier dürfte man die Abteiltür von außen öffnen können. Glück für mich, dass ich den Schlüssel habe und nicht die Leute dort draußen. So wird die verschlossene Tür sie mir einige Zeit vom Leib halten. Professor Lucien scheint mit leichtem Gepäck zu reisen. Das Gepäck der Baronin belegt einen halben Transportwaggon. Ich glaube nicht, dass der Koffer oder die Tasche etwas beinhalten, das mir weiterhelfen würde. Und am besten hinterlasse ich so wenig Spuren wie möglich. Hatte er zu dem Zeitpunkt auch schon das Auge in der Tasche? So, Tisch nicht. Hier ist nichts. Was haben wir hier? Flaschen. Ein kleiner, fein gearbeiteter Eckschrank. Er könnte eine Bar oder vielleicht eine Waschgelegenheit beinhalten. Spiegelbild mal anschauen. Oh, meine Güte, wie sehe ich denn aus? Ich bin nicht so gut darin, in andere Rollen zu schlüpfen wie der Rabe. Wie auch, er hat das über Jahrzehnte perfektioniert. Aber für die Leute im Zug wird's reichen. Professor Lucien hat noch keine Nacht im Abteil hinter sich. Das Handtuch ist unbenutzt. Wenn ich es zusammendrehe, dann habe ich eine Art Seil. Waschbecken, Waschbecken, nee, das hilft mir nicht weiter. Waschbecken, nee. Der gibt nicht so schnell auf. Aber hatte nicht zu dem Zeitpunkt... Nee, Lucien kam gerade, nee. Es war nicht er, dass er da irgendwie gefragt hatte, wie er da reinkommt. Das war, wir haben das ja mit Wachtmeister gleichzeitig gehabt, in dem Fall. Das erste Mal gesehen. Es war das einzige Fenster, das im Bahnhof ein Stück offen war und mir daher als Einstieg in den Zug dienen konnte. Und jetzt könnte es mein einziger Weg hinaus sein.
Das Fenster rechts müsste zum Abteil der Baronin gehören, das linke zum Großraumabteil. Das Dach könnte mein Fluchtweg sein. Da hat er einen Knopf fallen lassen, war es nicht so? Hier müsste eigentlich die Baronin zu sehen sein. Das ist die Kabine der Baronin. Vermutlich ist Inch gerade bei ihr. Ich hätte nicht übel Lust, durchs Fenster zu springen und den beiden den Schreck ihres Lebens zu verpassen. Aber dann? Die Baronin würde ausflippen und Inch wäre gezwungen, den Vorfall einem der Polizisten zu melden. Das ist der Großraumwaggon. Davor der Kohletender und die altmodische Dampflok. Wenn ich mich hinstelle, bin ich mit dem Kopf auf Höhe der Lauffläche oben auf dem Dach. Aber das Dach ist zu schräg und zu glatt, um daran hochzuklettern. Das sind Lufteinlässe oder sowas. Aber ich kann sie mit der Hand nicht erreichen. Nun gut, dann dafür haben wir ja unser Handtuch. Nirgendwo reist man so entspannt wie mit der Bahn. Ich frage mich manchmal bei solchen Sachen, ob es nicht doch sinnvoller ist, anstatt zu laufen, was vielleicht bei einer Kurve doch in einem späteren Waggon auffallen könnte, sich einfach so draufzulegen und langsam vorzuroppen. Aber vielleicht ist das nicht gut. Wir sollen... Was können wir machen? Am Dach klettern? Im Transportwaggon befindet sich der Tresor, an dem ich den Briefumschlag befestigen soll. Ich kann allerdings nicht wie ein Postbote durch den Vordereingang hineinspazieren. Irgendwann fliegt ja auch der Geist entlang, was Matt sagt. Der Tresor wird von meinem alten Freund, dem Bobby aus London, bewacht. Selbst der würde sich fragen, was ein Steward im Transportwaggon verloren hat. Also gehen wir in den Salon. Ich müsste mich im Zug frei bewegen können, solange ich mich von Professor Lucien fernhalte. Die anderen Gäste kennen mich nicht und die Stewards wechseln mehrere Male während der Fahrt. Ein neues Gesicht dürfte niemandem verdächtig erscheinen. Junger Mann? Ja, Sir? Sagen Sie, wann wurde hier im Orient Express auf Selbstbedienung umgestellt? Hätte man die Gäste darüber nicht vorher informieren müssen? Verzeihung, der Herr, ich wurde... Und was ist mit meiner Tasche? Hat Ihr Kollege sie gefunden? Es tut mir leid, der Herr, das weiß ich nicht. Das habe ich mir gedacht. Die ganze Sache wird Konsequenzen haben. Und jetzt bringen Sie mir endlich einen Kaffee. Sehr wohl, der Herr. Ein Bitte wäre trotzdem schön, egal wie sauer du bist. Arschloch. Okay, wir sind genau da, wo wir es auch schon kennen. Eine Schale mit alte Leute-Bonbons. Karamell, glaube ich. Brauchen wir das für Zucker einfach für einen Kaffee? So, was müssen wir denn noch machen? Was können wir noch? Bier, Wein, Champagner, Gin, Brandy, Whisky. Die reichsten Schnösel nehmen dieselbe Medizin wie die ärmsten Schlucker, wenn sie Probleme haben. Wir kennen auch die Flaschen auf dem Schiff, wo es wenig Modelle gab. Ich kenne einige Leute, die vor einer Aufgabe, wie sie vor mir liegt, ein Gläschen zur Beruhigung brauchen würden. Ich bin da anders. Um den Umschlag auf dem Tresor zu platzieren, brauche ich einen klaren Kopf. Okay, wir gehen mal hinter die Bar. Ich kann mir ja wirklich Kaffee organisieren. Schublade. Abgeschlossen. Aber wir können doch bestimmt die öffnen. Mal sehen. Passt. Jede Menge Krimskrams. Ein Haarnetz, Batterien, eine halbe Packung Zigaretten, eine verpackte Zahnbürste. Vermutlich muss der Barkeeper als Mädchen für alles herhalten. Wie ein Concierge im Hotel. Tja, nur was ist für mich dabei? Oh, hier. Ein winziger Rasierspiegel für die Hosentasche. In die Ecke schauen, wenn irgendwann mal was ist. So, was haben wir denn noch Schönes? Da ist eine Kaffeetasse. Das haben wir gemacht. Die Schere ist uninteressant für uns. Ein kleines Kofferradio. Der Empfang ist erstaunlich gut hier in den Bergen. Das Radio werde ich kaum gebrauchen können. Aber ich habe ein Auge auf die Antenne geworfen. Ein dünner, kurzer Metallstab, der ausgezogen werden kann. Sowas kann man eigentlich immer mal gebrauchen. Auch aus dem feinsten Porzellan können Schweine saufen. Wenn ich mich mit dem Arzt anlege, würde meine Tarnung auffliegen. Also mache ich gute Miene zum bösen Spiel und bringe dem verehrten Gast seinen Kaffee. Es
ist noch etwas Kaffee drin. Wenn ich mich mit dem Arzt anlege, würde meine Tarnung auffliegen. Also mache ich... Aber hier ist doch schon Kaffee auch drin. Na gut, wir nehmen Kaffeemaschine. Also ja. Ach, jetzt ist keiner mehr drin. Habt ihr gesehen? Da war gerade... Hä? Jetzt dampft, Bots. Eine Tasse Kaffee für den Herrn. Wissen Sie, was das Problem mit Leuten wie Ihnen ist? Meinen Sie das mangelnde Pflichtbewusstsein? Oder die Hautfarbe? Oder kein Respekt vor den Älteren? Wir haben so viele Macken. Okay. Braver Jung-Achievement. Da haben wir ihn doch ein bisschen Buff gekriegt. Er wollte gar keinen Grund hören, warum er eine Zeit lang keinen Kaffee bekommen hat. Er wollte jemanden zur Schnecke machen, wollte einfach mal im Recht sein. Ein trauriges Leben, wenn man sich selber größer machen will, indem man andere klein macht. Okay. Wir gehen mal vor. Sollten wir die Damen mal betrachten? Die jüngere Dame scheint so etwas wie die Pflegerin oder die Gesellschafterin der Alten zu sein. Ich würde sie nicht den ganzen Tag um mich herum haben wollen. Sie verbreitet eine gewisse Unruhe und Rastlosigkeit. Die alte Dame ist nicht in Zürich eingestiegen. Und sie sieht nicht nach Nancy oder Basel aus. Ich tippe auf Paris. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Ich kenne diese Leute, die ständig etwas machen müssen. Sie kommen sich nutzlos vor, wenn sie nichts zu tun haben. Sie tun mir leid. Ich weiß nicht, wo ich sie schon mal gesehen habe. Vielleicht war sie früher Schauspielerin oder ich kenne sie von Fotos. Sie hat diese überlegene Gelassenheit von Leuten, die sich und anderen nichts mehr beweisen müssen. Sie hat Geld, so viel ist klar. Aber es ist nicht nur das. Können wir mit denen reden? Besser, ich spreche sie nicht an. Ihre Augen sind klug und wachsam. Etwas sagt mir, dass ich mir selber das Leben schwer machen würde, wenn ich versuchen würde, sie hinters Licht zu führen. Und die Jüngere? Die Pflegerin der alten Dame kann die Hände nicht ruhig halten. Also streckt sie. Das darf ich einfach so nehmen? Darf ich den Damen noch etwas bringen oder ist alles zu ihrer Zufriedenheit? Alles ist wunderbar, junger Mann. Sehr wohl. Hab's. Das ist nicht aufgefallen. Ich fand es schon ein bisschen... auffällig. Ich hätte mal eine Seite nehmen können, irgendwie draufklatschen ein paar, dass mir was wegmacht und dann immer den Rest mit und dann fällt es gar nicht so auf, aber... Nun gut, wir haben ein... Früher oder später wird die Pflegerin die Wolle vermissen, auch wenn es nur ein kleiner Rest ist. Ich schätze, Professor Lucien steht immer noch auf dem Gang und versucht, in sein Abteil zu kommen. Ich warte lieber, bis die Luft rein ist. Das heißt, wir gehen wohin? Da ich aktuell nichts machen kann, ich wüsste warum... Gehe ich nochmal raus. Ach, Wechselkörper kann man hier betrachten. Sieht aus wie ein Werkzeugkasten. Er ist mit einem dicken Vorhängeschloss gesichert. Kein Problem, wir sind doch gut ausgestattet mit Schlüsseln. Nein, nicht das Richtige dabei. Wie ist nichts dabei? Nein. Na gut, dann gehen wir mal hoch. Also wäre es, glaube ich, aufgefallen, wenn wir das Schloss schon offen hätten. So. Nee. Können wir nicht in die Richtung gehen? Ah, okay. Ach. So, wir sind hier. Wir müssen jetzt den Lüftungsschacht betrachten. Der Lüftungsschacht versorgt den Transportwaggon mit Frischluft. Er scheint auch groß genug, um durchzuklettern. Ich würde sagen, ich habe meine Einstiegsmöglichkeit gefunden. Und es fällt niemandem auf, wenn wir das machen? Die Abdeckung hat hinten zwei Scharniere. Man kann sie also aufklappen. Das verhindern allerdings die beiden Schrauben, mit denen sie hier vorne festgeschraubt ist. Ich kann durch die Schlitze nichts erkennen. Sie ermöglichen mir nur einen Blick aufs hintere Ende des Waggons. Das reicht nicht. Ich muss vor allem in den vorderen Bereich sehen. Okay, jetzt lesen wir doch mal ein bisschen, was wir im Buch stehen haben. Okay, ein erfolgreicher Einbrecher ist der, der in einer Menge verschwinden kann, der unauffällig ist.
Insofern bin ich nicht prädestiniert, ein Einbrecher zu sein. Ich falle auf, zumindest in diesen Breiten. Nur die Vorurteile der Leute schützen mich. Sie wird mir zutrauen, eine Handtasche zu stehlen, doch niemand sieht mich als Meister Kenobi. Okay, wir müssen reinschauen. Ich kann durch die Schlitze nichts erkennen. Sie ermöglichen mir nur einen Blick aufs hintere Ende des Waggons. Das reicht nicht. Ich muss vor allem in den vorderen Bereich sehen. Okay, was haben wir? Wir haben Karamell, eine Antenne und einen kleinen Spiegel. Klingt so, als müsste man mit dem Spiegel, kann man da gucken? Mit dem Spiegel könnte ich zwar theoretisch sehen, was sich im vorderen Teil des Waggons abspielt, aber mein Arm ist zu dick, um durch die Lamellen zu passen. Ah, also müssen wir den mit der Antenne verbinden. Das wäre schon nützlich. Nur wie soll ich den Spiegel befestigen? Mit Karamellbonbon. Wenn es denn sein muss. Das sollte reichen. Halt! Und spielen Karamellbonbon an die Antenne. In Ordnung. Das Bonbon ist so klebrig, dass es den Spiegel ohne Probleme halten sollte. Wie erwartet. Hält. Okay, und den können wir jetzt nutzen. Moment, die Antenne ist riesig lang und der Spiegel ist übelst klein. Ich glaube, das ist eine Proportion gerade falsch. Wir schauen mal rein. Da ist der Wachmann. Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht. Wenn er weiterhin so unachtsam ist, könnte ich mich durch den Schacht hinablassen und ihm von hinten eins über den Schädel geben. Oh. Alles in Ordnung, Robert? Keine besonderen Vorkommnisse, Sir. Lassen Sie das. Neue Verdächtige in Zürich zugestiegen, Sir? Nicht wirklich. Es könnte jeder sein und keiner. Aber wir haben Unterstützung von der Schweizer Polizei bekommen. Einen Wachtmeister Zellner. Ja? Sehr engagiert. Könnte uns noch auf die Nerven gehen. Damit haben sich einige Optionen erledigt. Zwei Leute kann ich nicht überwältigen. Vermutlich komme ich überhaupt nicht ungesehen in den Waggon. Aber irgendwie muss es gehen. Ich muss Inch noch ein wenig bei Laune halten. Wie bekomme ich dich an den Tresor? Oder darauf? Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht und Inch hat etwas von Stromausfall und Tunnel erzählt. Ich könnte die Sekunden der Verwirrung und Dunkelheit nutzen, um den Brief auf den Tresor zu werfen. Könnte klappen, wenn ich erstens den Lüftungsschacht geöffnet bekomme und zweitens den richtigen Zeitpunkt abpasse. Okay, kann ich nochmal das hier reinhalten? Ja, ich guck mal, ich hab das noch. Legrand hat sich in eine dunkle Ecke zurückgezogen. Und der Bobby versteckt sich hinter einigen Kisten. Offensichtlich hat Legrand eine Falle für den Raben aufgestellt. Pech nur, dass der davon weiß. Geht es darum? Will Inch Legrand einfach verhöhnen? Die Abdeckung hat hinten zwar das Verhindern, allerdings die beiden Okay, Schrauben. Wir haben Wollknäuel, wir haben... Naja, kann man manchmal so ein bisschen... Nein, kann man nicht nehmen. Okay, müssen erst mal, wahrscheinlich erst einen Werkzeugkoffer was holen. Den wir aber aktuell noch nicht aufkriegen. Wo ist der inzwischen schon auf? Hey, meine Pistole! Die kannst du dir in Venedig zurückholen. Mich so zu erschrecken. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie wären ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch, eben ist eins an meinem Fenster vorbeigeflogen. Abmarsch. Oh Mann. Ach, ist das die Stelle schon? Ja, perfekt. Schön, wie sich alles zusammen. Na also, setzt. Das sollte uns doch weiterhelfen. Das war knapp. Dann runter. Wir holen das. Er hat das Schloss offen gelassen. Wie zuvorkommt. Mal sehen. Wer sagt's denn? Ein Schraubenschlüssel. Kann es so einfach sein? Na dann, rauf mit uns. Die Schrauben schon einmal lösen. Öffnen sollte ich die Abdeckung, dann aber erst im Tunnel. Das hört man doch. Was war das? Sir, muss wohl was rausgefallen sein.
Stellen Sie das auf den Boden. Ei, Sir. Das war knapp. Macht die zweite Schraube wieder so einen Lärm. War's das für mich? Okay. Das war Schraub. Ich meine, die andere feine Schraubmutter hätte mich fast verraten. Ich muss verhindern, dass das noch einmal passiert. Okay. Also muss man irgendwas... da noch erledigen. Ich denke mal nicht, dass es automatisch macht, aber wir speichern nochmal. Sicher ist sicher. So, wenn wir es jetzt nochmal probieren würden, würde er das anders machen? Auf keinen Fall. Spätestens wenn auch die zweite Mutter, dann würde mich wohl nur... Okay, also müssen wir mal zurückgehen, denke ich mal. Da müssen wir irgendwas holen. Also denke ich mal, gehen wir hier erstmal wieder hinein. Also dann, Showtime. Da kommen Zellner entgegen. Ach nee. Gibt es schon nicht mehr da. Die Damen. Mit der Zange sollten Sie die Abteiltür schnell geöffnet bekommen haben. Ich denke, die Luft ist rein. Wenn Lucien immer noch dort drin ist. Okay. Ich schätze, Inch ist mit im Abteil. Vermutlich wird er sich irgendwann unter einem Vorwand hinausstehlen, um für den Stromausfall und die Notbremsung zu sorgen. Keine Ahnung, wie er das anstellen will. Er lässt mich über solche Dinge grundsätzlich im Unklaren. Er traut mir auch nach Monaten der Zusammenarbeit noch nicht vollständig. Tja, nur der Vertrauen ist ein bisschen schwierig. Wie soll er hier perfekt reagieren? Nur noch wenige Tage und ich bin den Dreckskerl für immer los. Und bis dahin muss er mit der Baronin in seiner persönlichen Hölle schmoren. Ein schöner Gedanke. Nun gut. Achso, nee, wir können hier nochmal... Offensichtlich ist es den beiden gelungen, die Tür zu öffnen. Was wohl die Theorie des Archäologen ist, wer oder was die Tür verschlossen hatte. Ob er es wohl mit dem Einbruch in London in Verbindung bringt? Wohl nicht. Professor Lucien ist auf dem Weg nach Kairo, genau wie die Baronin. Die beiden kennen sich. Sie ist Vorsitzende des Vereins Freunde des Britischen Museums. Wollen wir hoffen, dass er nach dem Schreck vorhin sein Abteil nicht mehr verlässt, bis wir in Venedig sind. Damit er uns nicht erkennen kann. So, dann haben wir den Geiger. Dieser Geiger saß in Zürich schon im Zug. Verdammt hübsches Kerlchen. Zum Glück ist meine Freundin nicht hier. Sie liebt es, mich eifersüchtig zu machen. Und wenn ich dann schon ganz böse mit ihr bin, lehnt sie sich zu mir rüber und sagt eines dieser netten Dinge, die nur sie sagen kann. Okay, also mit der Partnerin, das wissen wir auch. Und wir wissen schon, dass wir eine Verlobte hatten. Vielleicht ist es ja die Mrs. Myers. Er scheint sich mit Problemen herumzuquälen. Soll mir recht sein. Wer mit sich selber beschäftigt ist, hat kein Auge für seine Umgebung und kann bei der Polizei keine vernünftigen Aussagen machen. Ob es sich dabei um eine Stradivari oder so etwas handelt? Dann sollte ich mir ernsthaft überlegen, ob ich das gute Stück nach dem Stromausfall nicht einfach mitnehme. Ich bin hoffentlich bald glücklicher Familienvater. Da könnte ich einige Franken, Lire, Mark oder Franc sicherlich gut gebrauchen. Ich werde mich beherrschen. Nebengeschäfte sind der sicherste und schnellste Weg zu Problemen. Ein Plan wie unserer hat schon genügend Unbekannte. Ich sollte ihn nicht weiter verkomplizieren. Hier lag das Buch ja von Zellner. Wir sind immer noch in den Schweizer Alpen. In etwa einer halben Stunde müssten wir an die italienische Grenze kommen. So, was haben wir hier? Wir haben... Der Weg über den Kohletender ist die einzige Möglichkeit, während der Fahrt zur Lok zu gelangen. Kaum vorstellbar, dass Inch am Tender entlangklettern wird, um vorne für einen Stromausfall zu sorgen. Ich vermute, dass er jemanden für die Drecksarbeit bezahlt hat. Inch geht praktisch nie ein persönliches Risiko ein oder macht sich selber die Hände schmutzig. Gute Informationen, die wir kriegen. Hier hängen Landkarten, Fahrgastinformationen, einige Fotos, der Reiseplan. Alles fein säuberlich hinter Glas und mit kleinen Magneten befestigt. Oh, Magnete. Das klingt doch gut. Geht nicht. Hier an der Unterkante der Scheibe ist ein Schloss. Na, dann haben wir doch einen Schlüssel. Der vielleicht. Die große Landkarte hier zeigt die unterschiedlichen Reiserouten des Orient Express während seiner langen Geschichte. Sie ist größer als die anderen Aushänge und daher auch mit größeren Magneten befestigt. Ich nehme einen davon mit.
Einige der Fotos sind durchaus ansprechend. Der Zug wurde professionell in Szene gesetzt. Okay, das werden wir bestimmt Wollknäuel mit Magneten verbinden. Ich knote den Magneten an den Faden. Fertig. Okay. Und damit gehe ich zurück. Der gibt doch wenigstens den Faden zurück, mein Junge. So, dann werden wir das gleich mal anfangen.